Und damit blicken wir auf die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland. Laut Robert-Koch-Institut sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter. Aktuell liegt sie bei 62,2. Das RKI meldet seit gestern 9.860 Positivtests, 3.048 weniger als noch am vergangenen Freitag. Außerdem gibt es 556 gemeldete Todesfälle. 128.272 Impfungen wurden seit gestern durchgeführt. 3.669.148 Dosen wurden mittlerweile insgesamt verabreicht.